Hallo, da bin ich wieder. Heute mit meinen weiteren Figuren von Checks. Allerdings diesmal noch original verpackt. Also Mint on Card. Wir beginnen hier mit Goldberg. Hier mit der Beschriftung Goldberg. Seine Figur. Schwarz mit den schwarzen Handschuhen. Sein Tattoo auf dem Arm. Einen tollen Face-Scan finde ich. Hier das Bild dazu auf der Verpackung. Ist aus der Classic Superstars Serie 25. Dann hier die Sachen auf der Rückseite. Seine Chronik. Und hier die anderen Figuren, die es in dieser Serie noch gibt. Eine tolle Figur, die ich weiterhin auch Mock lasse, also Mint on Card. Und weiter geht's. Wieder mit LOD. Legion of Doom. Diesmal in Blau und Mint on Card. Auch mit WWF bzw. WWE Tag Team Champion Belt aus der Collector Series. Hier Hawk. Hier sein Facescan. Genau der gleiche wie auf der Figur. Sein blau-schwarzes Outfit, die blau-schwarzen Hosen, die blauen Stiefel und natürlich auch wieder das Zeugs auf der Rückseite. Hier seine Chronik und natürlich die anderen Figuren, die es hier gibt zum Sammeln. Eine sehr schöne Figur, die auch weiterhin Mock bleibt. Und hier natürlich, wenn wir schon Hawk hatten, auch Animal. Mit seiner Figur im Blau-Schwarz, auch mit Tag Team Championship Belt. Facescan, den herrlichen, mit vielen Details. Hier zu sehen auf dem Bild der Figur. Hier die Beschriftung Animal, auch aus der Collector Series. Mit demselben Bullshit auf der Box, bis auf seine Karriere. Dann haben wir hier als nächstes aus der Collector Series die Ringside Exclusive Figur von Goldust. Shattered Dreams Exclusive. Hier die Aufkleber Ringside, einen goldenen Intercontinental Champion Titel, eine komplett goldene Verpackung. Hier das Bild der Figur. Hier die Figur selbst mit goldener Robe, Perücke. Natürlich Mint on Card, original verschlossen, was ja auch bleibt. Hier die Sache auf der Rückseite. Hier ist eine Chronik. Nochmal das Bild, WWE Legends. Dann haben wir hier aus der Wizard Exclusive Serie den Undertaker, One of 3000 mit Classic Winged Eagle Belt, Lederweste, Urne, Hut, Jacke, graue Krawatte. Graue Handschuhe, Undertaker auf der Seite, hier das Bild seiner Figur auf der Verpackung und natürlich auch wieder die Rückseite. Keine anderen Figuren, nur der Undertaker und seine Chronik. Und hier eine alte bekannte Figur von mir, der Triple H in lila Outfit, der Serie Nummer 6 Deluxe Classic Superstars. Einmal geöffnet. Einmal Mock, einmal geöffnet wegen den WrestleMania Ring Dings, das ich für mein Elite Scale Ring brauchte. Oder besser gesagt, Deluxe Ring, wie man ihn auch immer nennt. Hier die Sache auf der Rückseite, seine Chronik, etwas klein. Aber wer es lesen will, kann es vergrößern. Dann haben wir hier wieder eine Ringside Fest 2000. Exklusivfigur Ric Flair mit seinem WrestleMania Outfit und der Hall of Fame Plaque. Hier Ric Flair, WWE Hall of Famer. Hier sein Gesicht, sein Facescan, seine Robe aus Stoff. Ist noch Mock, bleibt auch Mock. Hier das Detailbild mit seiner Robe. Hier seine Chronik. Und die anderen Leute, die es gibt in ihrer Serie, aus der Deluxe Serie 5.
und exklusiv 2008 Ringside Fest. Und als nächstes haben wir hier wieder eine Exklusivfigur für Profifigurs, exklusiv Shawn Michaels in sein GX Outfit mit allen seinen je gehaltenen Titeln. Den World Heavyweight Titel, den Classic Winged Eagle Belt, den Intercontinental Champion, einen Tag Team Championship Belt und den European Championship Belt. Auch im Stoffoutfit unten drunter im weißen Attire, wie hier zu sehen, sein Face Scan, die Deluxe Verpackung, hinten auch die Figur zu sehen, ohne Outfit. Also ohne Stoffoutfit, dann die anderen, die es aus der Serie gibt und seinen Lebenslauf. Hier haben wir ein Two-Pack mit Kane und Vader. Vader mit seiner Elefantenmaske, Kane in sein Unmasked Outfit aus der Limited Edition Collector Series. Hier haben wir Kane, hier Vader mit seinem Vader Time Anzug. Hier auf der Seite die Bilder der zwei. Und auf der Rückseite die Chronik der zwei. Hier die Figuren nochmal. Hier Vaders Chronik, hier Kanes Chronik. Diese Figuren bleiben mir natürlich verpackt. Diese Figuren werde ich nicht öffnen. Und hier haben wir das nächste exklusive 2-Pack. The Hart Foundation mit Jim the Anvil Neidhart und Bret the Hitman Hart mit ihren Lederjacken, den Tag Team Titel, den Sonnenbrillen, den Elbow Pads, hier Bret the Hitman Hart und Jim the Anvil Neidhart, hier die Gesichter auf der Box, Bret Hart, Neidhart. Hier auf der Rückseite die Chronik der Hart Foundation und Bret Hitman Hart und Jim the Anvil Neidhart. Hier die Figuren without den Jackets, ohne die Jacken. Hier Jim the Anvil Neidhart. Und hier mein letztes 2-Pack und auch eins der letzten, das Checks produziert hat. Heaven and Hell. Das 17:0 des Undertaker bei WrestleMania. Shawn Michaels als Heaven und Undertaker als Hell natürlich. Auch eine schöne Verpackung. Hier Undertaker. Und hier Shawn Michaels. Hier die Rückseite. Auch hier die Zusammenfassung der letzten Adrenalin-Serie. Und natürlich Undertaker und Shawn Michaels, die Chroniken. Und hier haben wir eine exklusive Jax-Figur für WWE Shop exklusiv. Stone Cold Steve Austin. Diese Figur habe ich ziemlich lang gesucht. Schon allein wenn ich den Smoking Skull Belt, den man hier zwar in der Verpackung nicht so sieht, aber die Figur ist klasse mit Lederweste, Totenkopf 316, Stone Cold. Die ganze Verpackung mit Totenköpfen, hier eine Dose Bier. Hier Stone Cold Steve Austin auf der Rückseite. Keine Werbung für andere Figuren, alles nur Stone Cold Steve Austin. Klasse Figur. Lange gesucht. Deutschland ziemlich schwer aufzufinden, aber dennoch gefunden. Und die nächste Classic Superstar Figur ist Diesel. Diese ist sogar signiert. Diesel mit seinem Original Outfit mit Bikerweste, Handschuh. Classic Winged Eagle Belt, so wie er jetzt auch bei Mattel erschienen ist. Das ist die Collector Series 11. Hier Kevin Nash. Warum das die Verpackung Kevin Nash sagt und nicht Diesel, das frage ich mich sowieso. Hier sein Gesicht. Facecam. Hier der Rest des Sheets auf der Verpackung sagt auch wieder Kevin Nash. Keine Ahnung warum. Vorne auf der Figur steht Diesel und die Verpackung sagt Kevin Nash. Komisch, komisch, komisch. Und wieder eine Figur, die ihr schon kennt, wenn ihr meine anderen Videos gesehen habt. Scott Hall in der NWO-Ausgabe. Allerdings ist diese Figur signiert, darum bleibt sie original verpackt. Hier ist Scott Hall, hier die Face Scan.
Und auf der Rückseite der ganze Bullshit. Und hier habe ich noch ein paar Kleinigkeiten. Noch original Hasbro-Figuren, leider schon etwas älter und abgenutzt. Hier der Million Dollar Man Ted DiBiase. Sein Anzug. Und natürlich sein Tag-Team-Partner Irwin R. Scheister in seinem weißen Hemd, den roten Hosenträgern und der Krawatte. Dann haben wir auch ein Tag-Team, das gegen sie antreten kann, und zwar die Nasty Boys. Jerry Sachs und Brian Knobs. Hier Sachs. Und davor war Knobs. Nur eine kleine Zugabe. So, nun möchte ich mich wieder mal bedanken, dass ihr mir zugeschaut habt, und hoffe, ich sehe euch in meinen nächsten Videos auch wieder.